Liebe Freunde, es war im letzten Jahr, als das Tragen der Masken noch nicht so lange vorgeschrieben war. Da stehe ich in einem Laden und schaue der Frau hinter der Theke tief in die Augen. Sie schaut auch. Wir begegnen uns im Herzen. Es gibt keine Worte, die ausdrücken können, was in diesem Moment geschieht. Sie kennen es sicherlich. Früher schaute man vorbei oder nach unten oder nach oben oder sonst wohin. Mit der Maske im Gesicht werden wir auf das einzig Relevante beim Gegenüber geführt. Beim Blick in die Herzen ist es kein Gegenüber mehr. Wir begegnen uns in der Seele und erleben ein Miteinander. Unser Ich spielt in diesen Momenten keine Rolle. Es sind Aspekte einer unsterblichen Seele, die uns eine Ahnung einer Verbindung, ja sogar einer Einheit vermittelt. Auf der Seelenebene sind wir Menschen alle eins. Wir erleben das jedoch nur sehr selten. Und es ist nur möglich, wenn das Herz die zentrale Rolle spielt. Wir Menschen besitzen ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel ist die Wahrnehmung. Ich sage ganz bewusst nicht Sinnesorgane, sondern Wahrnehmung. Wahrnehmung ist mehr. Es sind die Eindrücke, die sich in unserem Bewusstsein deutlich machen und denen wir nachspüren können. Über die Sinnesorgane gelangt eine Fülle von Reizen oder Informationen in unser System. Wir sehen einen Baum oder hören einen Ton. Das ist sinnesorganisch sehr komplex. Als Ergebnis wird uns der Baum oder der Ton bewusst. Von den Physikern wissen wir, dass es keine Materie gibt. Alles ist Schwingung. Es sind Felder mit Frequenz oder Wellenlänge, in Intensität und Ausbreitung charakteristisch. Unser Lebensfeld ist ein Sammelsurium von Schwingungsfeldern. Entsprechend unserem Sensorium und unserer Interpretation erscheint uns das eine als Baum und das andere als Ton. Aus der Radiotechnik oder vom Mobilfunk wissen wir, dass wir nur etwas empfangen können, wenn wir die richtige Wellenlänge eingestellt haben. Die richtige Wellenlänge eingestellt haben oder Resonanz dazu haben, bedeutet gleichzeitig, dass wir das, was wir empfangen, auch in uns haben müssen. Und das bedeutet auch, dass wir mit allem, was wir wahrnehmen, in Resonanz stehen müssen, also auch eins damit sind. In mir, in Ihnen ist die ganze Welt. Sonst könnten wir die Welt nicht wahrnehmen. Das Erlebnis des Einsseins ist jedoch nicht unsere Erfahrung. Das kommt daher, dass wir Menschen ein Selbstbewusstsein entwickelt haben. Wir erfahren uns als ein Ich, als ein Wesen, getrennt von dem, was wir wahrnehmen. Diese Trennung, diese Separierung war notwendig, um ein Selbstbewusstsein entwickeln zu können. Erachten wir daher unser Ich als nicht zu gering. Wir sollten es auch nicht als zu hoch erachten, weil es nur einen Teil unseres Menschseins ausmacht. Wir Menschen vereinen in uns also zwei Instanzen. Das Ich-Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, dass Elemente des Seins, die verschieden vom Ich sind, als verschieden erkennen kann. Und das Seelenbewusstsein, welches mit allen anderen Seelen eins ist und dieses Einssein auch erfährt. Die Wahrnehmung
ist nun eine Fähigkeit, die auf eine dritte Instanz hinweist. Bei der Wahrnehmung eines Baumes oder eines Tons können wir uns dieser Wahrnehmung bewusst sein. Wir nehmen also wahr, dass wir gerade einen Baum oder einen Ton wahrnehmen. Es ist möglich, die Wahrnehmung noch weiter zu gestalten. Wir können wahrnehmen, dass wir die Wahrnehmung eines Baumes oder eines Tons wahrnehmen. Man kann also wie von oben oder von der Seite das ganze Geschehen betrachten. Warum zeige ich das jetzt auf? Wir stellen damit fest, dass es nicht nur eine dritte Instanz geben muss, die unabhängig von den ersten beiden ist, des Ich-Bewusstseins und des Seelenbewusstseins, sondern auch, dass jeder Mensch sie erfahren kann. In den ersten zwei Kurzvorträgen, Was ist Gnosis und Der Streit im Herzen, habe ich immer wieder auf die Dreiheit von Körper, Seele und Geist hingewiesen. Das ist keine Theorie. In diesem Kurzvortrag habe ich deutlich gemacht, dass Sie selbst praktische Erfahrungen mit der Dreiheit Körper, Seele und Geist in ihrer Naturgestalt haben. Wenn Ihnen diese Dreiheit immer bewusster wird, stellen Sie fest, dass Sie einen Anfang gemacht haben. Einen Anfang, um schrittweise herauszufinden und zu erleben, was bedeutet Körper, Seele und Geist wirklich.